Hallo, in dieses Video erstellen wir einen Serienbrief mit Zahlen. Und wir werden sehen, wenn man Serienbriefe mit Zahlen hat, kriegt man oft Probleme, wie diese Zahlen dargestellt werden. Gerade wenn die Zahlen oder wenn die Daten eine Excel-Datei oder die Datenquelle im Serienbrief eine Excel-Datei ist. Wir fangen jetzt hier ganz normal an. Wir haben jetzt einen ganz normalen Brief, den ich an Leute rausschicken will, die mir was schulden. Und die Datenquelle ist hier eine Excel-Datei. Und da hat man eigentlich nur drei Felder: Name, Betrag und Datum. Und das ist jetzt der Brief dazu und das will ich jetzt als Serienbrief umwandeln. Okay, dann wie gehabt gehe ich über Sendungen, Seriendruck starten, Briefe und dann hier gehe ich über Empfänger auswählen, vorhandene Liste verwenden und dann suche mal meine Datenquelle aus. So, hier ist sie im Ordner Schulden, das ist die Datei Kontakte und unsere Tabelle ist dann die Tabelle Schulden. Okay, so. Und dann kann ich dann ganz normal diese Felder einfügen. Robert wird durch das Feld Name ersetzt. Die 125 hier wird durch das Feld Betrag ersetzt und das Datum hier wird durch das Feld Datum ersetzt. Okay? Und wenn ich jetzt die Vorschau mache, sieht man schon, das erste Problem ist die Zahl, wie die dargestellt wird. Ja, wenn man hier schaut, ist die Zahl 125,35. Ich tue es mal ein bisschen tiefer machen, so, da kann man es besser sehen. Ja, und das Datum ist 12.11.2015. Hier haben wir das amerikanische Format und anstatt Punkte hat man hier Schrägstriche, also auch wieder ungewünscht. So, und wenn ich dann zum nächsten Datensatz gehe, der sieht in Ordnung aus, aber hier ist das Datum auch wieder nicht in Ordnung. Aber hier der Datensatz auch wieder, eine extrem lange Zahl. Dafür ist dann, hier sieht man, die Zahl ist eigentlich ganz normal in Excel dargestellt werden, das Datum auch wieder. Also man sieht hier, ich habe ja Probleme. Und diese Probleme, die Frage ist, wie kann ich diese Probleme beheben? Und dafür, diese Probleme kann man dann ganz locker im Excel beheben. Und zwar in der Excel-Datei erstellt man neue Felder, die diese Zahlen in Text umwandeln. Ja? Und ich fange mal mit dem ersten an. Ich mache mal hier ein Feld, das heißt Betrag unterstrich Brief und hier geht es jetzt los. Also ich hole den Funktionsassistent und rufe meine Funktion auf. Diese Funktion ist die Funktion Text. Jetzt ist sie hier zufällig unter zuletzt verwendet. Wenn ich nicht weiß, entweder weiß ich, in welcher Kategorie diese Funktion ist. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, ist sie unter Text. Lass mal gucken. Jawohl, da ist sie. Oder wenn ich nicht weiß, in welcher Kategorie sie ist, kann ich sie auch unter alle finden. Unter alle sind alle Excel-Funktionen alphabetisch aufgelistet und jetzt kann ich runterrollen. M, P, S, jetzt T, sind wir hier, ist die Text. Okay? Jetzt, diese Funktion Text erfordert zwei Eingaben. Erstens die Zahl selbst, in dem Fall, das ist die Zelle dann hier, die gebe ich ein. Und zweitens das Format. Was für ein Format soll diese Zahl stehen? Und da macht man Gänsefüßler auf. Jetzt, wenn ich nur 0 reinschreibe, dann ist die Zahl da ohne Kommastellen. Ich hätte gern aber 2 Kommastellen, also macht man Komma 0 ist eine Kommastelle, Komma 0, 0 sind 2 Kommastellen. Okay? So, und dann kann ich das runterziehen. Genau dasselbe hier mit dem Datum. Datum unterstrich Brief. Ich mache es noch ein bisschen größeres Fenster. So. Jetzt hier auch wieder über den Funktionsassistent unter zuletzt verwendet und da ist die Funktion Text. So, in dem Fall Wert ist das Datum selber und jetzt das Format für Datum ist, ich mache mal eine kurze Änderung, da kann ich das viel leichter erklären. Ich mache hier nicht der 12.11., sondern ich mache hier den 6.11. Okay, so, und jetzt machen wir es nochmal. Text, Wert ist das da und jetzt hier kommen wir zum Format. TT, MM, JJJJ. Was das heißt? 2 Ts heißen, der Tag hat 2 Platzhalter. Also das heißt, wenn es jetzt eine Zahl kleiner als 10 ist, wie hier in dem Fall, kommt von den 0. Jetzt mit 1 T sieht man, ist die 0 weg. Okay? Und mit 2 Ts hat man dann 0,6. Natürlich bei Zahlen größer als 10 spielt das keine Rolle, ob 1 T oder 2 T. ist, dann werden die dargestellt. Das sieht man hier bei MM. Wir haben jetzt den Monat 11, also November. M oder MM spielt überhaupt keine Rolle. Wenn ich jetzt ein M wegmache, steht es immer noch 11. Die MM spielt eine Rolle, wenn man Monate unter 10 hat, also alle Monate vor Oktober. Die haben dann eine 0 vorne bei MM und bei M haben sie keine führende 0. Bei dem Jahr ist so 4 Js zeigen auch das Jahrhundert, in dem Fall also 2015. Wenn man nur JJ macht, dann hat man nur die 15. Okay, wir legen es wieder auf JJ. Okay. So, und da habe ich dann mein Datum. Jetzt habe ich noch ein Problem mit meinem Brief. Ich hätte gern auch den Tag dieses Datums auch drin. Und das kann man im Excel auch wieder machen, indem man hier sagt, Tag, Brief, man stellt ein neues Feld, ups, Brief, und man erneuert die Funktion Text und man nimmt das Datum und in dem Fall, wie gesagt, wir haben ja vorhin, TT gehabt, das ist ja, das zeigt dann der Tag als eine Zahl mit führende 0. Wenn man 3 Ts macht, kriegt man den Tag in kurzer Form und wenn man 4 Ts macht, kriegt man den Tag in langer Form. Der Rest MM und JJ brauche ich in dem Fall nicht, weil ich brauche nur den Tag. Okay? So, und dann haben wir es. Und dann ziehe ich das runter. So, jetzt ist die Datenquelle fertig. Jetzt speichere ich sie. Und jetzt gehe ich zurück in meinen Zählenbrief und füge diese Datenquelle nochmal ein und ersetze diese Felder mit den neuen Feldern. Ja, also diese Felder Betrag und Datum gehen nicht mehr im Brief, sondern es gehen diese 3 Felder im Brief. Okay, so ich gehe jetzt wieder Empfänger auswähle, vorhandene Liste verwenden, suche wieder meine Liste, erneut im Ordner Schulden, mache die Kontakte auf, wieder die Tabelle Schulden, wie gehabt. So, und jetzt, was ich jetzt mache, ich ersetze, ich mache mal die Vorschau weg, dann kann man es besser sehen, ich ersetze dieses Feld Betrag, mache ich weg und füge dafür Betrag Brief. Genau dasselbe hier mit Datum mache ich weg und füge dafür das Datum Brief und hier bei Donnerstag, das mache ich weg und füge dafür Tag Brief. Okay? Und so, wenn man jetzt die Vorschau macht, sieht man, ist das Problem komplett behoben und man hat auch für jedes Datum den entsprechenden Tag.